Hallo, hier ist Jan Ückermann und das ist mein Recap zum Deutschen Fundraising-Kongress 2015. Insgesamt ein wirklich sehr, sehr guter Kongress. Glückwunsch an den Vorstand vom Deutschen Fundraising-Verband, an das Organisationsteam. Denn es war, glaube ich, einfach ein, was hat zum Erfolg und zu diesen positiven Vibrations jetzt nach dem Kongress dazu beigetragen? Ich glaube, es war einfach ein natürlicher, unaufgeregter, emotionaler und doch inhaltsstarker Fundraising-Kongress. Vielen Dank also dafür. Katze! Da ist eine Katze, genau. Losgegangen ist für mich alles schon am Vorabend, also am Montag mit dem Vortreffen von sozialmarketing.de. Fünf von sieben waren da und wir haben Impulse geliefert schon dort. Katja Prescher hat angefangen mit E-Mail-Marketing. Dann kam unser Kollege Jörg mit der Buchvorstellung von Macroeconomics. Dann hat Mike Meitz das schrecklichste Mailing ever vorgestellt, was er bekommen hat. Und wir haben uns im Anschluss in der Diskussion danach gefragt, war es denn wirklich so schrecklich oder was haben denn überhaupt die Zahlen gesagt? Also wieder das Zielgruppending, wie finden wir Fundraisende was? Ein Buch angucken gleich. Wie finden wir etwas und wie kommt es denn bei den Spenderinnen und Spendern an? Beispiele. Machen wir auch. Ich habe dann einen Impuls gebracht zum Thema automatisiert alles. Dann kam noch Jona Hölderle über seine Lieblingskennzahl im Online-Fundraising. Danke an dieser Stelle auch nochmal an RaiseNow aus Zürich, die diesen Anlass möglich gemacht haben. Ja, und dann kam der Deutsche Fundraising-Kongress. Wie gesagt, wirklich ein echt klasse Kongress. Und da. Okay. Ich war in verschiedenen Funktionen dort vor Ort. Los ging es ja am Dienstagabend mit der Diskussionsrunde zum Thema Wirkungsmessung. Und ja, da muss ich wirklich sagen, da habe ich mir einiges mehr von versprochen gehabt. Vielleicht mal wirklich so einen Schlagabtausch zwischen den Organisationsvertretern und dem Herrn Wilke vom DZI. Aber es war auch dort sehr viel Harmonie auf der Bühne. Ich habe mir dann gedacht, okay, nehme ich mir mal den Herrn Wilke anschließend zur Seite und konfrontiere ihn mit meinen, in den Jahren aufgestauten, nicht so positiven Stimmungen gegenüber dem DZI auch. Er konnte das aber in diesem Gespräch danach wirklich sehr, sehr gut aufnehmen, mir seine Argumente darlegen und ich muss sagen, ich kämpfe inzwischen damit, nicht ein Wilke-Fan zu werden. Dann kam der Donnerstag mit, von Bulle Menzel, super Vortrag. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wofür war dieser Kinderwagen da? Die Auflösung kam ja dann auch ganz am Schluss. Auch emotional irgendwie, oder? Es gab viele, viele Sessions. Wir waren selber aktiv, die Marita Halbach und ich, in unserer Funktion als Großspenden-Fundraising-Experten oder wie auch immer. Also wir haben auch Sessions geliefert, zwei. Und an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Rieseninteresse. Die erste Session war wirklich völlig überbucht. Das ist vielleicht ein Mini-Kritikpunkt, aber ich glaube, da müssen wir... Ich glaube, da müssen wir uns alle selber an die Nase fassen, da dem Kongressbüro, Organisationsbüro vorab einfach konkreter noch zu sagen, an welcher Session wir teilnehmen müssen, damit die Räume besser geplant werden können. Ja, Schwerpunktthema Großspenden-Fundraising, super Wahl, liebes Orga-Team, lieber Fundraising-Verband, richtig gemacht, setzen. Keine Ahnung, was ich da sonst dazu sagen soll. Und dann habe ich endlich auch am Abend Fabian Wichmann kennengelernt, einer der Akteure von der Aktion Rechts gegen Rechts, die ja den Ehrenpreis vom Deutschen Fundraising-Verband verliehen bekommen hat. Wir hatten uns vorher einfach nur via Skype kennengelernt und jetzt endlich mal offline one-to-one. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger des Deutschen Fundraising-Preises und speziell eben auch an meine Lieblingsaktion Rechts gegen Rechts. Und ich würde ja jede Wette eingehen, dass die Aktion im Oktober dann auch den International Fundraising Award aus Amsterdam mitbringen wird. So, was wollte ich noch sagen? In eigener Sache, die Vorträge waren super. Ich war auch in Funktion von einem anderen Anbieter dort vor Ort, RaiseNow,
Wir bieten Lösungen an dem Online-Digital-Fundraising. Den Ball holen. Ich hole dir den gleich, okay? Ich mache noch kurz das Video fertig, okay? Und dann hole ich den Ball. Ja? Super. Ja, wir bieten Lösungen an dem Online-Digital-Fundraising. Dazu an anderer Stelle auch gerne noch einmal mehr. Und ja, zum Abschluss gab es dann noch vom Fundraising-Kongress etwas zum Nachdenken mit auf den Nachhauseweg von Margot Kessmann. Auch das habe ich sehr genossen und insgesamt ziehe ich ein durchweg positives Fazit unter diesem Kongress und freue mich auf viele weitere Gespräche, Kontakte und das Netzwerken, was jetzt im Anschluss auch wieder stattfindet. Und grüße damit alle nochmal ganz herzlich hier aus Zürich und freue mich auf ein nächstes Wiedersehen und spätestens dann den nächsten Kongress. Alles Gute. Ciao. Willst du auch noch Tschüss sagen? Okay. Hier, da hoch. Warte. Tschüss!